Da! Damit beginnst du gleich die nächste Folge. Okay. Moment. Ich geh erstmal Suizid. Nein, geht doch nicht. Ah ja, ich hab den Parcours jetzt gemeistert, ne? Yay! Boah, glaub mir, das ist so hässlich und scheiße. So, bist du bereit? Ich bin bereit. Na, meine werten Freunde, und da sind wir bei Guild Wars 2 mit dem Skyline. Juhu! Und hier sind unterschiedliche Gebiete. Er ist, keine Ahnung, wo bist du? Ich bin irgendwo gerade in den Ruinen. Also soll ich dich mal in die Gruppe einladen? Wäre es nicht vielleicht sinnvoll? Er ist ein Erzares, bist du das? Ja, okay. Erzares. Nehmen wir mal an. So, die letzte halbe Folge, die letzte Folge natürlich nicht in der Gruppe gewesen. Clever wie wir sind. Eureal ist auch dabei. Ach, das war Sikea. Das ist natürlich nur die Frage, wo sind meine anderen beiden Truppenmitglieder? Ich habe da noch zwei weitere, aber die wurden anscheinend nicht mitgenommen. Oh, hier hinten haben wir ein paar Gegner. Attack, würde ich sagen. Scheiß drauf. Bam, 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 bam. Feinkontakt. Ach, wirklich, schau an. Hätten wir sie gar nicht angreifen müssen? Oh, ich wollte sie angreifen. Egal. Komischen Gebiet, was so ein bisschen düster ist, oder? Ja. Da war ich vorhin. Ja, da war ich auch schon mal drinnen, aber halt, wo es noch freundlich aussah. Da waren alle Tiere freundlich gesinnt. Ach, damals, vor 30 Jahren. Ja, ja. Die guten alten Zeiten. Ist okay. Ich frag mich, von wo wir Fertigkeitspunkte kriegen. Ich weiß auch nicht, ab und zu, wenn der Auftrag erfällt. Bei meinem einen Account hatte ich 27 gehabt. Felsbrocken. Cool. Wenn ich Fähigkeitspunkte hätte, könnte ich noch mehr Skills lernen, was mich wiederum stärker macht. Ich gehe nochmal das Skillfenster auf. Achso, da. Eigenschaften werden ab Level 30 freigeschaltet. Okay. Bam, 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 Alter. Immer schön rein. Ich versuche gerade die ganzen Wegpunkte freizuschalten. Irgendwas muss ja machen, sonst ist ja langweilig. Okay. Jetzt blättern sie einfach alle nieder. Da hinten muss ich hin, ne? Ich wollte gerade schon wieder runterspringen. Boom, hab ich weggehört. Bevor uns jemand bemerkt, wir haben schon so viele Leute gesmashed, Alter. Bevor uns jemand bemerkt. Nee, das bemerkt keiner. Nee, nee. Ach, neben mir ist jemand gestorben. Ach, nö. Passt schon. Kann ich gar nicht. Hey, wo sind die? Weg macht Flucht. Die ganzen dummen Dinger. Warte mal zu mir, Brüder. Welche Brüder? Wir haben alle ausgeschaltet. Ha! Wir haben sie schon alle niedergemetzelt, du Affe. Du Vollidiot. Cool, ich bin im Kolosseum. Lol. Bin ich mir auch jedes Mal. Jetzt kann ich nein, wir haben euren Chef nie umgebracht. Nein, nein, wir sind einfach nur Touristen. Ja, Touristen. Genau, geht einfach weiter. Vollidioten. Vor allem überall um uns herum sind überall Gegner und sowas und keiner macht irgendwas. Jetzt ist mein Pirsch auch noch auf die Leute zu. Ich habe jetzt noch nicht wirklich meinen Pfeilhagel auf eine Ratte verschwendet, oder?
sterblich mehr. Gut gemacht. Danke. Machst du gut. Danke, danke. Ich gebe mir sehr, sehr viel Mühe. Weißt du was? Wir werden jetzt alle anlocken hier. Hey, ihr da. Danke. Und dann werden wir Mega Attack Pfeilhage und sowas machen. Okay. Feuer! Dann kann ja viel mehr auf einmal töten. Du auf wie zu ballern, du Affe! Weißt du? So macht man das. Ich will mitspielen. So gemein, ja. Hättest du so weit vorspielen müssen, du Held. Was willst du? 915 Schaden? Wo hab ich denn bitte schon 915 Schaden gemacht? Huch, wo kommen die jetzt alle her? Ne, ich meine hier in der Dings. Oh, ich bin tot. In der. Wer ist das denn? In der Arena. So. Da will ich mitspielen. Wir brauchen einen beeindruckenderen Bogen. Der sieht irgendwie so lame aus, Alter. Dieser Unsichtbarkeitsschuss, ne, der bringt einfach mal gar nichts. Soll ich ja nur unsichtbar machen, wenn nicht? Ja, aber ich bleib ach so kurze Zeit unsichtbar. So, können wir mehrere Leute aufscheuchen. Ihr auch noch. Ich habe gerade FPS an sich, ja. Das ist uncool. Ja, dann kriegt jeder jetzt was ab. Ich sehe nur haufenweise Farben durch die Zahlen durch die Gegend fliegen. Bei mir stackt der Angriff immer, sodass sich der Schaden immer weiter erhöht. Das ist, wenn ich den Schnellfeuer mache, aber wenn ich hier diese Sperrfeuer mache, also diese Dächenflecken und Schaden. Ups, das war meine Freunde. Verpisst euch mal hier. Gildenbeamter. Ach, ist das schön. Aber ein Gold in die Gilde ist schon nach Zocke. Ja, aber für einmal bezahlen ist es in Ordnung. Weil wir haben überlegen, ob wir eine eigene Gilde aufmachen. Für Let's Play halt speziell. Also sprich, wenn wir noch andere Leute dazu finden, die halt da mitmachen wollen, das Let's Play und sowas, pipapo. Ich sag ja nichts gegen, aber... Dass man Geld verlangt, um die Gilde aufzumachen. Ich meine, man kann ja nicht so sagen... Also, ja, wenn man jetzt das auf Wirklichkeit bezogen wird... Ja, ich mach jetzt einfach die Gilde auf, fertig. Muss ja auch nichts zahlen. Das ist richtig. Aber du musst ja bedenken, was wir alles machen müssen. Das wird ja in ein System eingetragen, pipapo. Du kannst dann ja irgendwas speziell sammeln, um halt dann auch ein eigenes Lager für die ganze Gilde und sowas. Und das müssen die alles bereitstellen halt so. Und ja. So. Diese Sehenswürdigkeiten nicht, ey. Trivios Trauerklinge. Trauerklinge? Das war auch jemand anders, oder nicht? Stimmt. Ah, die Aschelakaien. Sucht ihr euren teuren Tribun? Wir haben sie mit diesem Würmchen zusammen eingesperrt. Fengar heißt er, glaube ich. Der arme Fengar. Ach, Fengar war Dingens. Kenne ich doch, Legionär. Wieso seid ihr nicht tot? Vielleicht hätte ich doch mehr Meuchelmörder schicken sollen. Ewige Ladebildschirme. Ach so, ach, jetzt komme ich hier zusammen. Ich hätte 10-mal so viele schicken können. Hätte trotzdem nichts geholfen. Das sehe ich auch. Niemals einem stumpfen Messer vertrauen, so sagt man doch. Ich hätte euch ja lieber persönlich erledigt. Aber ich war so damit beschäftigt, diese kleine Quasselstrippe zu foltern, die ihr mir geschickt habt. Natürlich brauche ich ihn nicht mehr, wo ich
Ey, das ist jetzt gemein. Sie war nicht sehr kooperativ. Noch nicht. Aber ich bin sicher, Imperator Belfeuer wird das ändern. Der Imperator wird Torga niemals sehen. Nicht, solange ich dabei ein Wörtchen mitzureden habe. Ach. Tja. Dann müssen wir wohl leider eure Zunge rausschneiden, damit ihr überhaupt kein Wörtchen mehr redet. Wache! Erledigt dieses lästige Stück Dreck. Ich muss wieder an die Arbeit. Ach ja, jetzt kommt wieder alles zusammen für mich. Okay, du kannst wieder labern. Okay. Ich finde es voll gemein. Ich wollte ja mich zu einem Wegpunkt teleportieren, ne? Mhm. Mal. Ewiger Ladebildschirm erstmal. Ich habe mich teleportiert, aber dann steht da, dieses Gebiet ist momentan unbekämpft, ich werde zum nächsten naheliegenden teleportiert. Und dann war ich wieder in der Stadt. Wow. Ah, cool, der hat bei mir die Aufnahme neu gestartet. Geil. Das ist natürlich super. Denke ich mir auch gerade. Das kann ich sehr gut. So, ich will jetzt die... Hallo. Oh, noch mehr von diesen Schweinepriestern oder was? Ey, ne, jetzt. So. Schön niedermähen alles. Bam. Weitermachen, sollten die aufhören zu ballern. Eureale, nein! Das kannst du jetzt gerade keinem mehr sagen, ne? Oh. Wieder teleportiert, ne? Und wieder neu gestartet. Okay. Ja. Warum? Ich hab keine Ahnung. Heute werde ich nicht gemocht. Heute? Entschuldigung. Ja, von dir werde ich nie gemocht, das ist immer so. Erzeres? Was ist denn hier Erzeres? Was ist denn mit der los? Was bist du eigentlich für einer? Du Lappen. Was willst du wieder? Reale wiederbeleben. Oh, schon wieder Sequenz. Again. Fengar hat um einen Einsatz gebettelt. Er sagte, er sei bereit und ich habe ihm vertraut. Ich habe ihn in den Tod geschickt. Es war nicht eure Schuld, Tribun. Fengar wusste, worauf er sich einließ. Er starb als Soldat und wir können stolz sein auf ihn. Trauerklinge verschwand, als wir den Ring schlossen. Aber wir werden ihn zur Rechenschaft ziehen, Tribun. Das schwöre ich. Dabei kann ich euch etwas Hilfe anbieten. Während Tribulus mich gefangen hielt, habe ich einiges von seinen Soldaten aufgeschnappt. Tribulus hat eine weitere Basis in Igni Castro. Dahin ist er abgehauen. Ich werde das nicht einfach aussitzen, Torga. Tribulus wird für das, was er getan hat, sterben. Ich werde ihn mit seinen eigenen Hörnern zu Tode prügeln. Bei allem Respekt, Tribun. Wenn wir da reinstürmen, wird uns Tribulus bloß wieder entwischen. Wir müssen das auf die Art der Asche-Legion erledigen. Geschwind und leise. Gut, dann machen wir das auf eure Art. Sikea bringt Torga zurück zur Zitadelle. Der Legionär und ich werden uns um Tribulus kümmern. Okay. Jetzt dürfen wir was aussuchen. Recher Kurzbogen, Langbogen. Ich will keinen Kurzbogen, ich will Langbogen verwenden. Annehmen. Geschwind und leise bin ich jetzt. Endlich. Zustände, Hilffertigkeiten, irgendwas. Klassefertigkeiten, 2 freigeschaltet. Annehmen. Was können wir hier reinklatschen? Siege der Erneuerung. Beseitigt alle 10 Sekunden einen Zustand. Also so ein Debuff im Prinzip. Ja, und mein Tiergefährte zieht alle Zustände von nahen Verbündeten an sich. Oh, das arme Vieh. Aber ich habe ja noch nichts anderes, also von daher muss ich es einsetzen. Okay, warte mal. Neuer Bogen ist am Stissel.
Sieht kein bisschen beeindruckend aus. Ist das traurig. So, was haben wir denn überhaupt noch? 3 Heilungen. Warte, Maske. Ja, aber entweder Präzision oder Angriff, das ist das einzige Sinnvolle, was man als Damage-Dealer eigentlich nimmt. Plus 15 Kraft gibt der Bogen einfach mal, Alter. Gibt meine Waffe auch, plus 15 Kraft. Gute Arbeit, Elijah. Ich schulde euch etwas. Wir haben noch immer einiges zu tun. Tribulus muss sterben. Durch die Klaue der Asche-Legion. Überlasst unsere Rache nicht Brimstones Soldaten. Verlasst euch auf mich, Tribun. Okay. Tribun war also keine Verräterin. Hier ist sonst noch irgendwas zu entdecken. Schade, dass hier so nicht so Kisten oder sowas richtiges gibt. Apropos! Als ich mit meiner neuen Soldatin da gemacht habe, mit meiner Kriegerin, muss man diese Ausweichrolle da trainieren, ne? Ja. Dann konnte ich auch endlich mal in die Kiste greifen, da ist wirklich was drinne. Ernsthaft? Ja, da waren Schuhe drinne. Wow. Mhm. Drauf, diesen Tribunkraken hier zu finden und an uns an Fenger war dieser eine Typ, den wir es überlassen haben, bei Eisen auszuhelfen. Natürlich ist er gestorben. Kann es auch anders sein. So! Du bist jetzt auch geschwind und leise, richtig? Ja. Gut, das heißt, wir sind endlich auf einen Punkt angekommen, richtig? Das kann gut sein. Das heißt, wir können endlich mal zusammen zocken, verdammt mich nur eins. Nach etlichen Jahren. Ja. Nach fast 2 Aufnahmen. Sag ich doch, nach etlichen Jahren. Ich hätte dasselbe. Ah, so, was haben wir jetzt? Ist hier auch die Geiselschwanz-Scheiße wieder freundlich. Habt ihr auch und weise gelehrt und sowas. Okay. Gut. Dann werden wir uns jetzt mal zu Dingens begeben. Ja, per Woll. Jetzt wieder nach Aufmerksamkeit fragen. Ja. Weißt du was, ich werde einfach mal kurz mich dorthin teleportieren und dann meinen Rundgang machen. Dann kann ich nämlich noch einen Weg-Ding auffangen. So, warte mal, ich wollte jetzt... Kann ich von hier aus überhaupt... Ach, kann ich gar nicht. Schau eine an. Okay, das ist natürlich doof. Was kannst du nicht? Ich kann von da aus nicht dorthin, wo ich hinwollten wollte. Daher müssen wir es anders machen. Müssen wir so machen. Jetzt beginnen wir auch ein bisschen mit durch die Gegend laufen. Wir gucken, dass wir gleich auf jeden Fall erstmal wieder zu ihm kommen. Dass wir hier mal wirklich ein richtiges Let's Play Together machen können. Was ist das denn? Florian-Schlinger. Den sprechen wir mal an. Vielleicht kann er uns... Seid ihr auch ein Gelehrter? Nun, die Rätsel der Geschichte faszinieren mich einfach. Hättet ihr dann etwas dagegen, diesen alten Gelehrten kurz einen Ort zu leihen? Ganz und gar nicht. Was arbeitet ihr? In alten Archiven findet sich eine Erwägung über ein Buch, das als Foliant der Gefallenen bezeichnet wird. Es soll große magische Kräfte besitzen. Ich glaube, dass hier die Gegend vergraben wurde. Hattet ihr Glück? Nein, aber des Nachts tauchten in den Ruinen eine Erscheinung auf. Gelegentlich spricht sie über den Folianten. Hat diese Erscheinung euch schon irgendwelche Hinweise zu seinem Lagerplatz verraten? Leider ist dieser Geist eher ein Echo als ein tatsächliches Wesen. Er spricht, aber leider war ich bisher nicht in der Lage, mit ihm zu kommunizieren. Ich wünsche euch, dass eure Suche von Erfolg gekrönt sein wird. Lebt wohl. Das war's. Ich dachte, wir könnten jetzt von wegen Foliant Schlinger, bei diesen ganzen Schlingern, dass er uns ein neues Tier irgendwie verschaffen könnte. War ja eine reine Abzocke. Wie wär's mit so einem Kaninchen? Seit Dritter der Kokosnuss wissen wir alle, dass Kaninchen sehr brutale Wesen sind. Killerbunny. Ja. Peitschschwanzverschlinger. Verschlinger. Klingt lecker. Ja.
denn hier? Was ist das denn für ein Ort hier, Alter? Abgerichteter Verschlinger. Kannst ja wirklich gar nichts töten. Kein Hasen, kein Frosch. Wo bist du? Ich bin noch in den Ruinen. Und hier kann man auch so einiges entdecken anscheinend. Okay. Platz zum Bullen, das hier gehört mir. Ich bin nicht hier, um zu bullen. Ich habe eine Entdeckungsreise. Das sagen alle Wilderer. Hier nur Geröll und Wasser. Nicht bloß irgendein Geröll. Askalonisches Geröll. Diese menschlichen Einfallspinsel kaufen jeden Krempel, den ich verscherbe. Angesichts der schwimmenden Bedeutung der Menschen ist Sentimentalität wohl alles, was ihnen bleibt. Wie kommt er denn zwischen all diesen Verschlingern zum Arbeiten? Mit meinem Verschlinger. Ich habe etwa ein Dutzend dieser widerlichen Bestien beigebracht, nach allen zu suchen, was glänzt. Da war es ein Vermögen in Kiesel nur darauf, dass es einen nimmt. Ihr habt den Verschlinger zum Plünder abgerichtet. Die sind schlauer, als sie aussehen. Außerdem sind sie treu und würden am liebsten immer zu buddeln. Ich zeige ihnen, was ich suche, und sie finden es. Ich lasse euch nun gehen, erzogen oder nicht. Ich möchte keinen Verschlinger den Rücken kehren. Wir können doch selber einen eigenen Verschlinger bekommen, oder nicht? Keine Ahnung. Ich hab da null Ahnung. Oh, hier sind überall abgerichtete Verschlinger, ja, Tatsache. Stufenaufstieg. Ah, die ist mir. Da ist jemand todkrank. Ein Schnupfen, wie blöd. Aus unerfindlichen Gründen. So, es ist also im Endeffekt nur ein bisschen Wasser und ein paar Verschlinger. Nichts Großes, was man hier finden könnte. Hier geht's vielleicht einen Weg hoch. Ja, hier geht ein Weg hoch, Gott sei Dank. Hallöchen. Verstehe ich gerade nicht. Was denn? Wenn du auf H gehst, ne? Ja. Dann steht ja unten Erfolge. Das letzte Symbol da. Ja. Dann gibt es da oben zwei Truhen. Also insgesamt fünf Truhen. Aber eine für 1000, eine für 2000. Ja. Beides ist eine große Erfolgstruhe und gibt beides das gleiche. Gute Frage. Wo ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied liegt in deiner Seele. Außer den Punkten. Gut, die ist eh schwarz. Ich habe irgendwie voll wenig Krempel dabei. So, Doppelklick, warte mal, hier unten stehen noch enthält 10 Lorbeeren. Doppelklick, um es zu öffnen. Ich drücke ganz oft Doppelklick, aber es öffnet sich nicht. Okay. Du brauchst noch ein bisschen, ich guck mir gerade den Edelstein-Shop an. So, ich habe das jetzt hier gefunden. Jetzt kann ich da hinten lang und keine Ahnung, wo ich da rauskomme. Oha, sieht das cool aus. Rubis. Sehr schöner Name für so einen Verschlinger. Kleidung bringt hier wirklich rein gar nichts, ne? Kleidung ist, glaube ich, einfach nur so. Deko. Ah, verdammt, noch eins. Tor zum Fluch. Betreten. Huch. Bin ich denn hier gelandet? Wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung. Ach! Das ist wahrscheinlich das, das Ding, was du gelabert hast. Hier ist, wo sie drinnen kämpfen hier. Gladiatoren-Arena-Gedönse. Ach. Ja, ja, der Fluch. Da bin ich jetzt. Ja, warte, wie habe ich jetzt den Cache auf nochmal aufgemacht?
Zuschauerin, vor allem was sehen sie denn hier? Man sieht ja gar nichts. Psst, per Woll. Zeuge, Ringe habe ich auch gar keine. Ich habe den Fluch gesehen, es ist eine Weile her. Ich bin Slyja. Ich bin Turosa, Herzschwester von Herztrupp. Warum heißt euer Trupp Herz? Weil die Mitglieder der Trupps alles durch Blutsbande miteinander verbunden sind und das Herz den Fluss des Blutes bestimmt. Durch Blut miteinander verbunden stammt ihr alle aus demselben Wurf. Wir alle haben verschiedene Erzeuger und Erzeugerinnen, aber unsere Bindung ist stärker als bei Geschwistern. Kennenzulernen, lebt wohl. Interessant. Syria, die Eigenartige. Geht weiter, Slyja. Ein Held wie ihr solltet nicht mit jemandem wie mir gesehen werden. Was meint ihr? Ich habe schon wieder einen Kampf verloren. Mein Problem ist, dass ich zwar verliere, aber irgendwie mehr immer überlebe. Und so muss ich mit der Schande leben. Kann ich euch irgendwie helfen? Mir kann niemand helfen. Was nützt schon ein Soldat, der nicht kämpfen kann? Ich habe meinen Trupp, meine Legion und meine Erzeuger enttäuscht. Unsinn, ihr seht aus, als könnt ihr einen Graul den Kopf abreißen. Ich danke euch, Slyja. Ich trainiere hart, um mich in Kampfform zu halten. Vielleicht habe ich nächstes Mal einen schwächeren Gegner. Oder vielleicht seid ihr nächstes Mal auch stärker. Bis dann. Bis dahin, wir noch was Gutes getan hier zwischendurch. Oh. What the hell? Ich bleibe etwa 15 Sekunden, um das Weite zu suchen. 14, 13, 10, 6. Er ist euch auf den Schwanz getreten. Ihr habt recht, ich sollte meinen Ärger für das Fressen auf zwei Beinen aufsparen, das mein Vorfahren abgestattet hat. Meint ihr denn nicht, dass wir die Menschen brauchen, um die Altdrachen zu bezwingen? Glaubt ihr denn wirklich, dass wir ohne diese wertlosen Verbündeten gegen die Drachen keine Chance hätten? Wir kämpfen gegen unsere Feinde und nicht an ihrer Seite. Wir tun besser daran, als allen mit den Drachen aufzunehmen. Allein. Um uns alle will, hoffe ich, dass ihr Unrecht habt. Ja, das tue ich wohl. Was ist das für Schwein? Oha, ist das geil. Okay, jetzt sind wir einmal rumgelaufen. So, ich würde sagen, wir treffen uns jetzt endlich mal irgendwo, damit wir wenigstens jetzt zwei. Wir haben jetzt schon wieder gleich eine halbe Stunde rum. Ja, ich bin bei geschwind und leise, ich warte schon. Aber nicht direkt an den Dingen, ich wollte das mal so ein bisschen erkunden und sowas. Achso, okay. Da bist du, okay. Warte, ich teleportiere mich in die Nähe. Kostet mich 14 Bronze-Dinger. Kupfer. Was auch immer. Ich habe gerade ein neues Lieblingsset gefunden. Das ist schön. Mhm. So ein fettes Kürbisset. Finde ich cool. Der auserwählte Medigan ist im Kampf, wer zunächst freundlichen Wegmarke teleportiert. Aha, du bist direkt wieder in der Stadt, sage ich ja. Ich bin nicht in der Stadt. Ist egal. Ich bin hier, wo die Harpien angreifen. Ist dasselbe. Du bist dasselbe, Alter. Oh, was bist du denn, Alter? Ein Lammochs. So. Ich habe eine neue Fähigkeit. Energiefeld. Wo bist du denn? Hier unten. Was ist das denn hier? Was ist das denn? So. Ich hab ein bisschen gewundert. So. Willst du die Geschichte weitermachen oder wollen wir ein bisschen durch die Gegend gucken? Also mir ist es echt wurscht. Mir auch. Mit der Geschichte levelst du halt am schnellsten weiter. Das ist richtig, aber das Problem ist halt natürlich, wir müssen trotzdem erstmal die ganzen Gebiete hier auch erkunden und sowas. Und wenn wir dann jetzt schon zu stark sind, dann bringen uns die anderen erst recht nichts mehr. Mir ist es egal, sag ich ja. Ich würde sagen, wir erkunden noch ein bisschen die Gegend. Okay. Wo müssen wir hin? Ich habe nämlich hinten noch ein Herz. Helf Painola beim Training der Truppen. Stufe 9 Aufgabe.
Oder oben gibt es einen Fertigkeitspunkt zu verdienen. Und dann habe ich hier noch ein unentdecktes Sehenswürdigkeit. Habe ich auch noch was da. So, warte mal. Fertigkeitspunkte wo? Unten. Aber warte mal hier. Wegmarke, Design und Wachpunkt ist blockiert. Ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz, was da unten los ist, oder? Was, wo? Hinten. Ich folge dir. Jo, mach das mal. Ich will mal gerade gucken, was hinten los ist, sonst kriege ich keine Ruhe. Okay. Irgendwie ist hier gar nichts los. Warum ist das umkämpft? Ich verstehe es nicht. Durchsuchen! Wenn Sie erfahren sagen, Konstrukteurin und Lederin. Her damit. Ich nehme alles, was Stoff besitzt. So, wo ist es denn jetzt bitte hier schön umkämpft, Alter? Hier vorne. Da, wo wir die ganze Zeit verloren haben. Ach so, stimmt, ja, das müssen wir auch noch schaffen, Alter. Das haben wir auch nicht so fertig gemacht. Ja, dann mal los. Aber das müssen wir in der nächsten Folge machen. Ja, dann machen wir es in der nächsten Folge. Uffala. Ich mache das jetzt mal so, damit es schön aussieht. So. Das bringt eigentlich rein gar nichts, was ich mache, aber egal. Und dann würde ich sagen, wir beenden diese Folge hier, jetzt, sofort, gleich, jetzt, hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.